Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Ride 5. Wir sind ja noch mitten in einer kleinen Saison, in einer Ausdauersaison. Wir gehen hier noch auf den Autodromo Internazionale Algarve. Wenn ich das so richtig ausgehe, Algarve eher. Ja, wieder 20 Minuten, so wie es ausschaut. Oh, ich bin mal gespannt, die Strecke liegt mir eigentlich gar nicht so. Sind wir mal sehr gespannt. Oder verwechsel ich gerade die Strecke? Ich glaube, ich hatte gerade eine andere Strecke noch im Kopf. Aber wir schauen einfach mal. Wir starten mal. Wir legen los. 20 Minuten mit Boxenstopp. Und dann schauen wir mal, wie es diesmal läuft. So, letztes Mal lief es ja gar nicht so toll. In Brasilien lief es eigentlich ganz gut, haben wir dann den Schwierigkeitsgrad sogar noch ein bisschen hoch gemacht. So, oh, hier schon wieder ein bisschen... Alter! Wow! Okay, hier schon wieder übelst was los. Oh, jetzt habe ich was Falsches reingestellt. Ja, genau. Das. Und ich krieg noch eine Strafe. Okay, ich habe noch irgendwas umgestellt, glaube am Bike, aus Versehen. Was ich nicht wollte. Eieiei, da kommt man mal wieder richtig geil rein. Hier nochmal weit raus. Aber oh, wir haben lange genug Zeit. Eigentlich will ich noch mein Benzin runter machen. Alter, Platz 18. Wow! Wow, wow, wow. Alter, ich drücke immer die falsche Taste. Ich habe letztens wieder ein bisschen Monster Energy Supercross gespielt. Und da ist die Hinterradbremse auf X. Die erst auf X runterschalten. Man muss sich da erstmal umgewöhnen, dass auf Kreis die Hinterradbremse ist. Deshalb habe ich ja gerade auch ein bisschen Probleme manchmal. Also ein bisschen auch andere Probleme. Aber manchmal auch, weil ich da falsch... Ui. Okay, was für eine komische Anzeige hier. Rot und alle düsen da durch. Okay, erstmal hier nochmal so ein Crash. Erstmal ein bisschen stabilisieren. Komme ich hier wieder weit raus. Sehr weit weg hier von der Ideallinie, oh je. So, mal gespannt, wie das hier noch laufen wird. Wir müssen eigentlich 10 Minuten durchhalten, wegen Boxenstopp. Ach, und hier muss man bremsen und vorher, wo knallrot war, konnte man mit Vollgas durchfahren. Okay, also schon mal von vornherein die Strecke verwechselt mit einer anderen. Aber ja, kann mal passieren. Wobei die Strecke jetzt auch nicht so geil ist. Ja, aber auch eigentlich eine MotoGP-Strecke. Weil die auch so ein, zwei knifflige Punkte hat. Gerade auch die Kurve irgendwie ganz komisch. Das Problem ist, ich bin sie auch noch gar nicht so oft gefahren. Weißt du, Brasilien kann ich halt im Schlaf oder auswendig. Aber die hier, guck mal, Alter, wie früh die bremsen. Weil man sieht es nicht wegen dieser blöden Kuppe hier. Da sieht man den Bremspunkt gar nicht. Okay, hier, also, guck mal, die sind auch gerade alle ganz komisch gefahren, haben alle zu früh Gas gegeben. Ich selber auch, aber die KI komischerweise auch. So, aber ich denke mal, so langsam pendeln wir uns ein. Wir kommen ganz langsam nach vorne. Wäre ja auch langweilig, wenn wir die ganze Zeit vorne rumfahren würden alleine. Hier muss ich noch schauen, wie ich hier die Kurve fahre. So, hier kommen wir weit raus. Bisschen. Upsi, sorry. Okay, dachte schon, mich legt's hin. Bisschen viel in Schräglage bremst. So, was haben wir denn? 2,5 Sekunden auf Platz 1. Ja, alles im Rahmen hier. Die Kurve, richtig übel, hey. Wie man hier bremsen muss, obwohl alles blau ist. Auf nichts kann man sich hier verlassen. Hier, den packe ich jetzt auch nicht. Er fährt ein bisschen davon. Ja, ein bisschen davon.
Es geht hier vom Gas, okay. Alter, ich wollte schon wieder X drücken fürs Bremsen. Mein Daumen ist schon in die Richtung gewandert. So, hier einmal außen. Ja, fast vorbei. Musste ich nochmal ein bisschen zu viel ausgleichen, weil sonst wäre ich voll rausgeflogen. Oh, das macht Platz 1 hier hinten. Ganz weit raus hier, okay. Okay, ich mache ein bisschen nach. So macht man das so, wenn man in Führung gehen möchte. Man hat es hier von Platz 1 schon gesehen. Von Jade Ramsey. Was haben wir? 74% Benzin. Boah, mein Hinterrad. Hinterrad ist aber übel, gell? Also ich jetzt überlegt, wir sind jetzt so... Ich kann sagen, also laut Plan, also laut meinem Plan, bei der Hälfte der Hälfte. Also quasi die Hälfte bis zum Boxenstopp. Und mein Hinterrad ist schon bei 52%. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht so gut hier. Oh, Alter, immer hier. Ja, das könnte interessant werden. Oder vielleicht, dass wir mit dem Hinterrad sogar eine harte Reifenmischung nachher drauf machen. Wäre vielleicht ja auch interessant zu machen. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier schön überholen. Oh, wie war das mit schön überholen? Komm mal, ich lasse ihn wieder vorbei. Ich wollte schön überholen. Und schon fahre ich in ihn rein. Ich habe es schon auch so ein bisschen gemerkt, weil ich so dachte, so, ja, wir kommen schon wieder nah aneinander. Aber es wäre doch einfach mal gut, auch ohne irgendwie so blöd zu rammen oder so zu beholen. Guck mal, hier machst du auf sehr viel Platz, kommt aber, ich glaube, hier vielleicht ein bisschen besser raus. Nee, auch nicht. Wir bleiben vorne, 3/10 knapp. Okay. Okay, das war ein bisschen falsch gefahren. Aber ich habe dann auch so zwischendrin nochmal so ein Zwischengas gegeben, was auch so total bescheuert war. Da kommt hier ganz fast mit Vollgas durch. Aber dann kommt der Kontakt. Ich hatte es schon wieder in Gedanken drin. Komm, wir überholen jetzt richtig schön. Und schon kommt der Kontakt. Wo ist eigentlich hier die Boxeneinfahrt? Theoretisch hier dann einfach rechts, oder? Ja, genau. Brauchen wir jetzt dann wo... Das ist jetzt plötzlich hier so langsam. War das jetzt quasi auch mit Kontakt überholt, oder? Weil ich ihn eigentlich auch wieder berührt habe. So, was fahren wir denn vor Runden? 1,49. Jetzt wäre denn die Frage, ob wir die Runde oder die nächste Runde in die Box gehen. Theoretisch können wir eigentlich auch nächste Runde in die Box. Wird es halt ein bisschen eng mit dem Hinterrad, aber dann sind wir auch mit der Zeit schon unter 10 Minuten. Ja, genau, da kommt der Sturz. Alter, 3 Sekunden. Okay, plötzlich sind sie da. Wollte schon sagen, 3 Sekunden auf Platz 3. Dass wir da so ein bisschen vom Feld weggefahren sind. So, da haben wir noch ein bisschen was zum Tun hier. Und die bremsen hier schon ein bisschen. Man könnte auch durchrollen. Vielleicht sogar auch mit Halbgas durch, aber das Problem ist natürlich, da ohne Kontakt zu überholen. Wenn da jemand vor dir fährt, bisschen schwierig.
So, jetzt müssen wir hier wieder Platz 1 jagen. So, der fährt jetzt nicht in die Box. Das heißt, wir haben noch 28% auf dem Hinterrad. Fahren wir noch die Runde. Und dann kommen wir in die Box. Dann haben wir noch 9 Minuten. Haben hier natürlich schön Plus gemacht. Ja, wegen dem Sturz. Aber das kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. So, 1,3 Sekunden noch. Weiß ich, kann es sein, dass wir vielleicht mit dem Boxenstopp noch einen Vorteil bekommen? Oh, was macht er hier schon wieder? Wieder so ein komischer Fehler? Ja, die Frage, da müsste aber halt auch, wenn wir Boxenvorteil bekommen, müsste er halt nochmal ein bisschen draußen bleiben. Und es kann natürlich sein, dass die falsch tanken. Das ist mir halt auch schon aufgefallen. Ich werde wohl auch nur auf 60% tanken und die tanken meistens auf 80%. Gibt dann schon noch einen kleinen Zeitvorteil. Dadurch, dass wir ja doch sehr nah aneinander sind. Machen wir ja mit Absicht ein bisschen langsamer. Wir wollen ja eigentlich schön überholen, aber es kann natürlich sein, dass wir gar nicht dazukommen. Weil wir jetzt dann gleich in die Box gehen. Also ich kann hier innen durchstechen. Vom Best noch schön raus. Alter, guck mal, sogar 8 Zehntel schneller als meine Bestzeit. Die ich jetzt nicht aufstellen kann. Erstens komme ich hier schon mal weit raus. Und zweitens... Oh nein! Wo kommt der her? Zweitens, ich fahre in die Box. Und der fährt nochmal weiter. Ja, kann interessant werden. So, wir machen Mittel, ja, lass mal Mittel. Sollte reichen. Tanken tun wir so auf 60%. So, das war eine Punktlandung mit den 60%. Wir fahren aus der Box, wir sind Platz 15, aber ja, okay. Das heißt ja jetzt auch nichts. Okay, interessante Boxenausfahrt. Interessant, dass der Autopilot unten dran stand, der sich aber gar nicht bewegt hat. Ich dachte gerade, wann darf ich das Bike übernehmen? Kann ich da gerade auch rausfahren? Sehr interessant alles. So, die hinter mir, die waren, glaube ich, auch in der Box. Der eine hat 97% Benzin, der muss in der Box gewesen sein. Anders geht's ja gar nicht. Und dann schauen wir mal. Die anderen Leute, die müssen auch ja alle, die vor mir sind, in die Box gehen. Die überholen wir alle bis auf Platz 1. Und solange wir halt keinen krassen Fehler machen. Dann ist die Frage, was mit Platz 1 passiert. Aber der wird vermutlich zu viel tanken. Und das wird mein Vorteil sein, weil wir auch nur so eine Sekunde auseinander waren. Ein Sekündchen. Werden wir gleich mal sehen, wie es ausgeht. Nach dem Boxenstopp. So, Platz 1 geht in die Box. Die anderen sind mir eigentlich eher gesagt ein bisschen egal. Die sollten, glaube ich, keine Gefahr sein. Außer mich legt es jetzt hin. Es war ein bisschen rutschig hier. So, dann schauen wir mal. Da kommen schon wieder Leute aus der Box raus. Nee, oder sind die durchgefahren? So, Jade Ramsey habe ich gerade überholt. Okay, sehr gut. Das war ja Platz 1. Den haben wir überholt. Guckt, mit 99% Tankfüllung kommt er raus. Das scheint natürlich nicht so gut. 2,5 Sekunden Vorsprung. Das ist natürlich schon einiges. Also wir haben 3,5 Sekunden knapp aufgeholt und sind somit 2,5 Sekunden vorne. Oh, ja,
fackeln wir auch ein bisschen. Boah, was war das? 8/10 waren wir doch schneller, gell? Also, da müsste doch was möglich sein mit einer Rundenbashzeit. Sind schon bei 3/10. Zehntel? Wieso sage ich das so komisch? Oh, ja, so aber nicht. Jetzt müssen wir das leider drin lassen. Alter, die überholt mich sogar direkt, okay. Ja, okay, es waren halt 3 Sekunden, gell? Also 4 oder 5 Sekunden kann es sein, dass man einen Sturz drin lassen kann, ohne überholt zu werden. Aber bei 3 Sekunden, wow, sind wir halt schon ein bisschen nah aneinander. So, kommt hier auch, wow, weit raus. So, wäre ich da nochmal ein bisschen anders gefahren, hätte es auch wieder den Kontakt gegeben. Guck mal, wie weit der teilweise rausfährt. Richtig übel. Also ich fahre ja auch nicht perfekt. Ich möchte ja nicht meckern, aber manche Kurven fährt er ganz schön seltsam. So, jetzt sind die letzten in der Box. Und wir sind direkt Platz 1. Aber halt keine Sekunde Vorsprung. Das heißt, wir müssen schon noch was tun. 4 Minuten haben wir noch. Gerade mal überlegen, wie viele Runden wir dann theoretisch noch fahren. Theoretisch noch 3 oder 4, oder? Also 3 mindestens. Okay, was mache ich jetzt von Schwachsinn? Okay, es gab keine Strafe. Wäre ein bisschen komisch gewesen, weil ich ja doch sehr langsam war. Wäre natürlich schön, ohne Strafe hier zu Ende zu fahren. So, hier mit Vollgas. Oh, nee, ich lasse lieber... Oh, guck mal, durchrollen wird schon eng, gell? Aber geht schon. Dann mein Hinterrad schon wieder bei 53%. Schon ganz schön übel. So, und jetzt sind wir wieder 2,5 Sekunden eigentlich wieder vorne, gell? Also auch irgendwie teilweise wieder so ein bisschen leichter. Weil wir immer noch ein bisschen am Rumrätseln sind, wie wir es machen beim Schwierigkeitsgrad und so. Jetzt muss man sich halt auch mal vorstellen, der Start war halt zum Beispiel auch nicht so gut. Wäre der Start noch mal ein bisschen besser gewesen, dann wären wir noch weiter vorne von den Zeiten her. 3,5, 3,7. Eine Sekunde aufgeholt innerhalb von einer halben Runde. Aber halt beim Ausdauerrennen ist es halt, sag ich mal, blöd gesagt, ein bisschen einfacher. Wenn wir halt so diese 3-Runden-Rennen teilweise haben, ist es manchmal schon ein bisschen schwierig. Weil in 3 Runden wäre ich ja auch nicht so gut vorne gewesen. 0,001 im Minus. Alter Falter. Wir sind auf einer schnellen. Auch wenn es nur ganz wenig ist. So, schauen wir mal auf den nächsten Sektor dann. Wie es da ausschaut. Ah, 2/10. Wird schon besser. Das war schade, in der letzten Runde, wo ich halt in die Box rein bin, waren wir bei 8/10. Und die zählt ja nicht, weil wir in die Box sind. Ja, quasi ja nicht über die Ziellinie gefahren sind. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber ja, das gehört ja leider dazu. 6/10. Ja, aber ich hatte, ich glaube, letztes Mal eben diese 8/10. So, schauen wir mal, was es wird. Ich glaube, eine relativ gute Runde. 6 Sekunden. Digga, was ist denn jetzt los?
Ja, was? Wieso zeigt er es nicht? Wie viel ich hatte? Ich hatte irgendwas mit 1,49. Das weiß ich noch. Okay, ciao. Alles klar. So, das ist auch die letzte Runde. Ja, erstmal noch einen Sturz mit reinnehmen, natürlich. Ja, die eine Runde war eigentlich schon ganz gut. Aber schade, dass es jetzt nicht angezeigt hat, bei der Gesamtrundenzeit, wie viel schneller war. Ich weiß nur, dass ich eine 1,49 hatte als Bestzeit, aber nicht... Was ist hier los? Cool. Jetzt kommt er halt vorbei, gell? Weißt du, dann denke ich mir so, eigentlich nervt es ja natürlich schon mit dem Zurückspulen. Aber jetzt so in der letzten Runde wegen so einem Kackfehler habe ich hier eigentlich so spät gebremst. Guck mal, hier bremse ich immer noch überall. Und hier fängt da eigentlich auch schon wieder an zu wackeln. In der letzten Runde von so einem 20-Minuten-Rennen. 11 Runden sind wir dann gefahren. Mach schon so einen krassen Kackfehler. Machen wir noch hier ein paar Kurven. So, jetzt sind wir noch 2 Sekunden vorne. Aber halt auch dank mit dem Zurückspulen, aber den einen Fehler haben wir ja drin gelassen. Eigentlich waren ja, glaube ich, sogar 2 Stürze drin. Da drückt sich noch mal ein bisschen raus. Ah ja. Eigentlich, ja, ist jetzt nicht so weit weg, klar, aber ist halt die Frage, was wir mit der Schwierigkeit machen. So, hier gibt es noch mal eine alte Ducati von 93. Da haben wir einmal die Serie bestanden. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.